Willkommen zurück zu Glemly. Leute, leider ohne Lemon, weil ich keine Ahnung, ob er Zeit hat. Aber mir ist aufgefallen, dass ich nichts mehr an Folgen habe. Ohne Lemon sind wir am Start, leider auch ohne Plan und mit voller Energie. Sind meine Enderlilies gewachsen? Ich weiß, dass Lemon zwischendurch auch einmal da war und... Habe ich ein Schwert? Ja. Na komm her, du. Okay, meine Enderlilies sind nicht gewachsen. Soweit waren die Chunks noch nicht geladen. Gut. Ich habe keine Ahnung, was ich vorhabe oder ob ich überhaupt irgendwas vorhabe. Also wahrscheinlich habe ich eigentlich was vor, nur das Problem ist, dass ich glaube, dass ich für das, was ich eigentlich vor... Hier ist eine Kiste. Ah, Lemon hat sich dort genommen, okay. Jede Menge Stuff of Traveling, ja, egal. Also ich glaube, dass ich für das, was ich eigentlich vor hätte, zu wenig Zeug habe. So, dann brauche ich mir hier den hier, dafür brauche ich Silikon. Habe ich denn Silikon vorbereitet? Au, okay, gut, ich habe tatsächlich sogar was vorbereitet. Puh, gut, ich hatte anscheinend geplant, ein LME-System zu machen. Dann brauchen wir allerdings noch ein Quarz-Cutting. Das ME-System verschieben wir nochmal. Ich habe keine Diamanten dafür. Oh nein. Aber ja, gut. Uiuiui. Warum kann ich jetzt nicht in den normalen Modus gehen? Wo habe ich die jetzt gecraftet? Hier. Ging das nicht so? Oh, nö. Hier. Zack. Und die sind jetzt auch fertig. Und dann waren die hier drinnen. Jetzt haben wir zumindest mal ein paar mehr Solarzellen. Ja, damit kann man arbeiten. Erstmal. Sag ich, mach's einfach unter meinem, also an meinem Haus. Da brauche ich eh das Zeug nicht mehr. So, gut. Border für die Quarry steht, dann bräuchte ich jetzt eigentlich eine Enderperle. Man sieht schon, das ist natürlich der ultimative Speed-Modus, den wir hier fahren. Okay. We need more solar panels for this Quarry.
Ich habe mich nämlich informiert. Badum. Nämlich, um jetzt halt hier. Boah, ich. Weak Essence. Und das kriege ich ja. Habe ich bisher eine, dann bräuchte ich noch drei weitere dafür. Und ich habe vier Emeralds in meiner Golden Bag of Holding gefunden. Das heißt, wir machen jetzt ein Coal Seed und ich hoffe einfach, dass das funktioniert jetzt dann. Oh Gott, mein Handy geht. Ich bin gleich wieder da. Gut, hätten wir das auch geklärt. Es ging um eine Praktikanten-Praktikum des Praktikums. Kackel, Kaddelkudel, Kaddelkuddelmuddel. Ich habe gerade den Faden verloren. Super. So, die wachsen jetzt hier. Hoffentlich. Ich habe keine Ahnung, ob das funktionieren kann. Kann nicht. Das ist schon mal gut. Was hat denn die Enderquelle? Warte, was? Die ist schon voll? Das ist natürlich super, dass die kein Sortier-Key hat. Okay. Ich dachte eigentlich, ich könnte jetzt hier mit Ender so einen schönen Sortier-Algorithmus machen. Das heißt, eigentlich brauche ich den eh nicht. Das mache ich ja später eh alles übers ME-System. Nur. Puh. Okay, dann Transfer Nodes. Gut, hat sich zumindest schon mal das eine, was ich auch noch mal eigentlich machen wollte, erledigt. Na gut, das heißt, zwei Filter sollten jetzt erstmal reichen. Oh, hoppala, wäre jetzt fast auf das Feld getrampelt. Filter. Was ich auch noch machen müsste, wäre ein Better Barrel, Holz für halt ein paar spezielle Sachen. Also damit kann ich halt zum Beispiel jetzt Cobblestone oder sowas aus dieser Kiste sinnvoll lagern erstmal. Ich muss sie halt dann auch erstmal upgraden, was tierisch nervig wird dann. Aber hey. Okay, nach welcher Logik das jetzt hier genau funktioniert, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Sehr seltsam. Egal. Ich sollte mir vielleicht erstmal schon direkt an die Barrel Upgrades setzen. Dann einfach nur Planks. Als nächstes brauchen wir Eisen. Dann Gold. Das mache ich aus einer Barrel und Pisten. What? Fuck, ist das teuer. So, das bringt jetzt noch nicht wirklich viel, weil ich halt erst noch die Barrel-Slots reinpacken müsste. Aber das braucht zwei Slots. Egal, gut. Dann würde ich sagen, reißen wir hier mal sieben Barrels wieder ab. Als ob, mit was kann man das denn schnell abbauen? Also, ich mag Barrels jetzt schon. Wir hatten noch Kommel. Ach, fuck. Egal. Eins, zwei. Und die kann ich jetzt hier auch reinhauen. Und schon fast mehr rein. Das ist doch toll. Oh, cool. Man merkt, ich habe echt den Überblick, wo mein Zeug ist. Und eine Kiste. Wisch. All voll. Das Ding ist, da kommt eh nur Ding rein. Aber ich glaube, da muss ich den Filter erstmal. Ah, so ging das. So, jetzt wird Redstone hier automatisch in die Barrel gepumpt. Ja, gut, die lassen wir jetzt mal arbeiten. Hoffen, dass sie noch ein paar Diamanten ans Tageslicht befördert. Das hier kriegst du in eine normale Barrel nicht mal rein. Das ist ja das Lustige dann. Ja. Zeug. Das Messer sollte oben eigentlich automatisch nachgezogen werden. Oder ich habe mit den Auto-Crafting-Tablen hier
also nicht Autocrafting Table, aber mit diesen Tablen, eine Möglichkeit gefunden, wie man Haltbarkeit von Sachen, ja, weg tut. Gut, was könnte man noch alles machen, jetzt, bis wir auf die Diamanten warten, die die Enderquelle hoffentlich irgendwann mal gibt? Kann ich zumindest schon mal ein bisschen was machen für das ME-System? Das ist nämlich, glaube ich, zum Craften. Ja, doch, es ist eigentlich zum Craften ein ziemlicher Aufwand. Das würde ich eigentlich gerne wann anders machen. Da wäre nämlich eine richtig tolle Idee, wie ich das mache. Mit dieser ultimativen Crafting-Folge. Ja, ich mag eigentlich keinen Keller machen, weil ich Keller blöd finde. Vor allem in Modpacks, weil eben das, was eben das Modpack ausmacht, sich dann halt so eingebaut befindet, dass man es gar nicht sieht. Wie gesagt, ich habe gesagt, ich mache irgendwas, was einigermaßen produktiv ist. Und wenn ich schon keine Maschinen bauen will oder nichts Großartiges modmäßig, weil ich mich in einen, den ich machen wollte, wo da vorne schon zwei Dinge rumstehen, ich keine Ahnung habe, was ich machen müsste oder soll oder was halt sinnvoll wäre anzufangen zu bauen. Wieso sagt da keiner das? Oh, wie cool! Ich mag den Mod! Die Mod. Ach, egal. Ich weiß schon mal, dass ich auf jeden Fall eine Query in den Nether stellen muss später mal. Ach, es gibt Tesseracts. Gut, passt. Problem hat sich erledigt gerade. Ich dachte nämlich gerade, wie soll ich die denn mit Strom betreiben? Aber ich packe einfach einen Tesseract dazu. Waha! Oh, shit! Hab ich ein Glück! Oh! Gott, ist das knapp! Ich will nur sagen, ich disconnecte. Puh, ich verstelle erst meinen Server. Warum habe ich meinen Server-Restart eigentlich auf 17 Uhr gelegt? Also mein Job wird, also das Job wird eh zweimal am Tag neu gestartet. War um 17 Uhr, ich glaube, weil ich so gedacht habe. 16. Ich habe wirklich keine Ahnung, was ich mir bei dem Schmarrn jetzt gedacht habe. Gut. Ich würde die Gelegenheit bei dem Sinne jetzt auch direkt gleich mal am Shop verpacken. Und vermutlich die Folge beenden. Oh Gott, sind doch wieder fast 2 Stunden Aufnahme geworden. Gut, okay, ja, hä, kann man machen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.